Und nun lade ich euch herzlich zu einer Stunde Frage und Antwort mit Gerald Hüther zum Thema Lebendigkeit ein. Hallo Gerald. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass das geklappt hat. Und Steffi, vielen Dank, dass du das ein bisschen jetzt in deine Hände genommen hast mit der Führung durch diese kleine Fragestunde. Das sind ja immer Abende, die ich gerne mit euch verbringe, weil ich eben glaube, dass es notwendig ist, dass man miteinander über ein paar ganz wesentliche Dinge redet. Und deshalb haben wir ja auch diese Würde-Kompass-Gruppen aufgebaut, damit dort die Themen zur Sprache kommen können, die euch alle bewegen. Und vielleicht zu den wesentlichen Fragen des Lebens sich ein paar Gedanken zu machen, könnte in unserer heutigen etwas verworrenen Zeit vielleicht ganz besonders sinnvoll sein. Und deshalb schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich und wir gucken mal, wie wir uns hier gegenseitig ein bisschen anfeuern in der Lebendigkeit. Ich habe ja schon ein paar Fragen gesehen, die da im Chat stehen. Und wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass Maschinen nicht lebendig sind. Und das bedeutet dann auch, dass alle diese Maschinen, die nun ein bisschen moderner sind, also digitale Geräte und auch wenn sie mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und auch wenn sie Chatbot heißen oder wie auch immer, dass die alle auch nicht lebendig sind. Also ist das gar nicht so uninteressant, mal zu fragen, was uns wirklich von diesen Maschinen unterscheidet. Und es ist einfach eine Erkenntnis, zu der sogar die Entwickler dieser künstlichen Intelligenz inzwischen gelangt sind, dass diese digitalen Geräte eines nicht haben, was wir Menschen haben. Und das sind Bedürfnisse. Und aus dieser Tatsache ergibt sich eigentlich schon fast alles. Wenn ich kein Bedürfnis habe, wie so ein Chatbot, kann ich klug daher schwatzen, aber ich kann keine Fantasie entwickeln, wie ich dieses Bedürfnis stille. Also diese ganze Kreativität, die wir Menschen an den Tag legen, wenn es darum geht, auf irgendeine Art und Weise das, was uns wirklich am Herzen liegt, auch umzusetzen, das haben die nicht. Weil sie kein Bedürfnis haben, haben sie keine Idee. Entwickeln sie auch keine Idee, wie das dann gestillt werden kann. Und weil sie wiederum keine Vorstellung davon haben, wie ein Bedürfnis gestillt werden könnte, können sie auch nicht anfangen, es dann umzusetzen. Das heißt, die können es auch nicht wollen. So, und damit hätten wir das, was uns von diesen Maschinen unterscheidet. Erstens unsere Bedürfnisse, die in uns angelegt sind. Zweitens die Fähigkeit, eine Vorstellung davon herauszubilden, wie das Bedürfnis gestillt werden könnte. Das bedeutet, dieser ganze Bereich der Kreativität ist diesen Maschinen verschlossen. Und drittens, die können nichts wollen. Die sind einfach Maschinen und das bleiben sie auch. Und das macht mich sehr glücklich, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann eine Ahnung davon habe, dass trotz der vielen Versprechungen und auch der vielen Erwartungen, die man in diese Geräte setzt, es am Ende eben doch Maschinen bleiben. Und wozu ich euch alle dann einfach einladen möchte, ist, euch bewusst zu machen, dass man so ein Ding ausschalten kann. Nicht mal dagegen kann es sich wehren. Es hat keine Möglichkeit, das zu tun, was wir Menschen können, nämlich die zu unserem Fortbestehen notwendige Energie von irgendwoher zu beziehen. Wenn der Stecker raus ist, ist Ende. Und sie sind einfach blöd. Und das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang für den heutigen Abend. Und ich erzähle das deshalb, weil es natürlich sehr viele Menschen gibt, die keinen Zugang mehr zu ihren Bedürfnissen haben, spüren sich nicht mehr, sind so im Stress und so im Hamsterrad ihrer Aufgaben, sind so, die funktionieren und wollen auch so gut wie es geht funktionieren und dazu müssen sie häufig die in ihnen wohnenden Bedürfnisse regelrecht unterdrücken. Und das ist dann zwangsläufig so, dass die damit, wenn sie das gut hinkriegen, man kann die Bedürfnisse alle unterdrücken. Das Bedürfnis nach Verbundenheit kann ich unterdrücken, solange bis es weg ist. Und ich kann auch mein Bedürfnis, irgendwas gestalten zu wollen in dieser Welt, so lange unterdrücken, bis ich null Bock auf irgendwas habe. Und wenn das soweit ist, dann
Ja, dann werde ich einem digitalen Gerät immer ähnlicher. Und es gibt viele, die ich so draußen sehe, die sehen, die machen schon den Eindruck, als funktionierten sie wie mein Taschenrechner. Perfekt, aber tot. So, das war jetzt die Provokation am Anfang oder vielleicht der erhellende Beitrag am Anfang. Ich freue mich auf alle Fragen, die da jetzt noch kommen. Und gebe das wieder zurück an dich, damit du das ein bisschen sortierst. Ja, super. Danke dir für den Einstieg, der uns sofort ins Thema drin sein lässt. Und wir fangen jetzt gleich mit Peter Weiler an. Hallo Peter. Hallo zusammen. Oh, einer vom Zürichsee, wie schön. Peter, ich grüße dich. Ja, Gerald, ich grüße dich auch und alle anderen. Ich habe gesehen, es gibt noch andere aus der Schweiz. Das ist natürlich auch schön. Gott sei Dank. Ja, meine Frage. In Anbetracht all dessen, was auf dieser Welt passiert und wir überflutet werden von Informationen, das macht ja, also mich macht das immer wieder ohnmächtig. Und meine Frage ist, wie finden wir den Weg aus der Ohnmacht in die Lebendigkeit? Oder auch anders gesagt, die Ohnmacht kann ja auch quasi gemeinsam, das ist wie ein gemeinsames Weltthema, dass wir in der Ohnmacht stecken bleiben irgendwie, oder? Und es nicht schaffen, auch individuell nicht schaffen, aus der Blockade rauszukommen, damit wir wirklich die Welt so gestalten, lebendig, wie wir sie im Grunde des Herzens uns wünschen. Ja, wunderbar. Jetzt gibst du mir die Gelegenheit, mal richtig zu zeigen, was für ein Hirnforscher ich bin. Ich habe jahrelang an den Mechanismen gearbeitet, wie Angst sich im Hirn ausbreitet. Und da kann man sagen, ja, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, was nicht zu dem passt, was ich erwartet habe, gibt es da so eine Durcheinander, kennt man so, da ahnt man, dass das jetzt irgendwie komisch wird. Wenn man keine Lösung findet, breitet sich das aus und dann kann man die Bereiche im Hirn, in denen man normalerweise Handlungen plant, Folgen abschätzt und so, die gehen nicht mehr, weil es zu durcheinandrig ist. Was dann aber immer noch geht, sind meist die alten Muster und vor allen Dingen die aus der Kindheit. Und dann hat jeder von euch schon mal erlebt, knallt man wieder zurück in diese alten Kindheitsmuster. Also das Schlimmste, was ich immer höre, ist, dass Väter sich vorgenommen haben, ihr Kind auf keinen Fall anzubrüllen, weil sie in ihrer Kindheit selbst so furchtbar angebrüllt worden sind. Und dann passiert es ihnen doch, dass es dann in so einer Situation, wo sie da so ein Durcheinander in den Kopf bekommen, beispielsweise, weil das Kind schon wieder mit einer schlechten Zensur nach Hause gekommen ist und sie dann Angst haben, dass aus dem Sohn nichts wird, verlieren sie die Nerven, sie werden kopflos, wie das so schön im Deutschen heißt. Und dann fallen sie zurück auf das, was da oben gerade noch funktioniert. Und das sind die alten Muster, die sie aus der Kindheit mitgebracht haben. Manchmal reicht das auch nicht mehr, dass man darauf zurückgreift, dass man sozusagen hier wie schreiend und brüllend durch die Gegend läuft, mit Türen schlägt und andere Leute anbrüllt. Oder das sind ja auch unterschiedliche Strategien. Also meine Lieblingsstrategie in solchen durcheinandrigen Phasen ist dann immer, dass ich aufräume im Zimmer. Also dann fange ich löse nicht das Problem, sondern ich fange an aufzuräumen. Ich weiß auch, wo das herkommt. Meine Mutter hat mich damals immer so gelobt, wenn ich alles schön aufgeräumt habe. Um ein Haar wäre ich ein furchtbarer Aufräumer geworden, aber so habe ich es gerade noch bis zum Hirnforscher geschafft mit diesem Aufräumzwang. Also es breitet sich immer mehr aus, erreicht dann auch die Bereiche, die für die körperliche Regulation zuständig sind und spätestens dann merkt man es im ganzen Körper, dass die Angst sich jetzt ausgebreitet hat. Und wenn man jetzt nichts findet, um das anzuhalten, bleibt am Ende nur noch eine Ebene im Hirn übrig. Die wird dann gerne Reptiliengehirn genannt. Und da gibt es drei normalerweise nicht so oft aktivierte sogenannte archaische Notfallreaktionen. Und die erste heißt Angriff. In vielen Situationen, in denen wir in so eine Ohnmacht geraten, hilft Angriff nichts. Also wenn ich mit dem Zustand der gegenwärtigen Welt schaue, ich meine, klar kann ich mich da noch auf die Straße kleben oder irgendwo losrennen
und einen Amoklauf machen, aber wir beide machen das jetzt nicht, weil wir wissen, das hilft dann auch nichts. Also diese Variante Angriff geht nicht. Flucht bringt ja auch überhaupt nichts. Also was soll ich jetzt hier abhauen in diesem Durcheinander? Überall, es ist ja überall so, genauso blöd. Vielleicht nicht am Zürichsee, aber sonst schon. Und dann gibt es das letzte archaische Notfallprogramm, was dann aktiviert wird. Und das übernimmt dann die gesamte Leitung fürs Hirn. Und das ist Ohnmacht. Erstarrung eigentlich. Dann erstarrst du in einer ohnmächtigen Situation, wo du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Du kannst auch nicht mehr denken, sondern du bist hilflos. Das ist dann die richtige Ohnmacht. Und es kann sein, dass viele Menschen das erleben angesichts der Probleme, die jetzt alles so auch über die Medien auf uns herabgeschüttet werden. Und dann wird es höchste Zeit, dass du da wieder rauskommst. So, und deshalb danke für die Frage. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Das ist immer mein Bild vom dreibeinigen Hocker, auf dem man gut sitzen kann. Man muss aber drei Beine haben. Ein Bein ist Mist. Das erste Bein an diesem Hocker heißt, besinne dich auf deine Kompetenzen. Es ist nicht das erste Mal, dass du in so einer blöden Situation warst. Und damals hast du ja auch das irgendwie gelöst. Also hau rein und mach das, was sonst auch schon mal geholfen hat. Ja, vielleicht hast du Glück und es geht und dann ist es gut. Manchmal geht es, oft geht es auch nicht, weil du schaffst es nicht allein. Und dann ist es gut, wenn du die zweite Kompetenz noch hast und die heißt das Vertrauen, dass du jemanden findest, der auch was drauf hat und der das dann mit dir gemeinsam aus der Welt schafft. Vertrauen in die Unterstützung durch andere. Das geht natürlich nur dann, wenn du auch andere Menschen hast in deinem Umfeld, zu denen du gehen kannst. Ich habe manchmal frage ich Menschen in schwierigen Situationen, ob es denn jemanden gibt, zu dem sie gehen können. Und ich bin konsterniert, dass die dann oftmals sagen, nein, sie haben niemanden. Völlig allein, nichts da. Kein Freund, kein Vertrauter, keine Freundin, nichts, niemand, mit dem sie sich austauschen können, niemand, wo sie sich hinwagen würden oder einfach offenen Herzens hingehen könnten, um das Problem, was sie haben, mit dem zu besprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Die Ursache dafür ahnst du, das hat was mit unserer gegenwärtigen Art des Zusammenlebens zu tun. Wir sind ja alle ganz froh, dass wir alles alleine können. Und wir brauchen auch keinen anderen und wir wollen auch allen zeigen, dass wir keinen anderen brauchen und was dann nicht noch alles für sonderbare Vorstellungen in unserem Hirn herumschwirren. Und es ist natürlich auch ganz gut, wenn in einer Gesellschaft, in der die Menschen ja doch auch immer wieder mit bestimmten Botschaften abgeholt werden sollen, wenn die alle sehr isoliert sind. Also das ist dieses alte Prinzip von Cäsar, teile und herrsche. Also wenn es mir gelingt, den Zusammenhalt der Menschen in Zürich hinreichend gut zu unterminieren, kriegt ihr in Zürich auch nichts mehr gebacken, weil es keine Gemeinsamkeit mehr gibt und weil keiner dem anderen mehr traut. Und das ist in unserer Gesellschaft sehr weit gegangen. Nochmal zurück zu den Kompetenzen, die eigentlich ja auch jeder hat, aber in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der es immer für alles jemanden gibt, der das kann und der das anbietet, ist die Gefahr sehr groß, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr erlernt und sie auch nicht sich aneignet. Also banalerweise, der Abfluss in der Küche ist verstopft, ne, und dann muss der Klempner her, weil sie nicht in der Lage sind, das mal irgendwie selber in die Hand zu nehmen und das unten alles abzuschrauben und sauber zu machen. Und dann wird man von solchen Dienstleistern abhängig und hat natürlich dann das Gefühl, wenn irgendwas passiert, dass man das aus seinen eigenen Kompetenzen heraus nicht lösen kann. Und das dritte Bein an diesem dreibeinigen Hocker ist vielleicht das Allerwichtigste und das ist am meisten brüchig geworden. Du merkst, ich rede ein bisschen darüber, dass wir hier ein allgemeines Phänomen in unserer heutigen Gesellschaft beschreiben, dass die Angst eben dann sehr groß wird und damit auch die Gefahr sehr groß wird, dass viele Menschen in der Ohnmacht landen. Also das dritte Bein heißt, das ist ein komisches, das kann man nicht so richtig formulieren. Ich nenne es immer, das ist die... Das ist das Gefühl, dass es wieder gut wird. Wie du das nennst, ist mir dann egal, ob du da sagst, der liebe Gott hält schützend seine Hand über mich oder ich bin in der Natur und in der Welt eingebunden. Das Leben trägt mich, irgendwas hält mich hier in der Welt.
das ist mir egal, das ist alles Ausdruck der Tatsache, dass du dich in dieser Welt geborgen fühlst und deshalb kommst du dann aus dieser Ohnmacht auch raus, weil du das Vertrauen hast, dass es dich trägt. Und wenn das auch noch kaputt ist, dann ist natürlich Ende im Gelände. Und dann bleibst du auf dieser Ohnmachtsstufe stehen und dann ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann du krank wirst. Weil das ist, die Ohnmacht geht ja mit einem furchtbar elenden Gefühl einher. Neurobiologisch werden da, also bei der Flucht und beim Angriff wird das sympathische Nervensystem aktiviert. Wenn du damit aber nicht weiterkommst, dann wird das Parasympathische zugeschaltet. Und das bringt dich in diese Erstarrung. Aber dann hast du, dann sitzt du da, hast einen riesen Sympathikotonus, der heizt dich an. Das Blut prescht dir durch die Adern, die Gefäße verengen sich, die Muskeln so und du willst jetzt losspringen, aber es gibt nicht loszuspringen, weil das parasympathische System dich völlig lahmgelegt hat. Und das ist wie, als ob du im Auto sitzt, Vollgas gibst und volle Kanne auf die Bremse gehst gleichzeitig. Und da weißt du, kommst du nicht vorwärts und das ist nur eine Frage der Zeit, wann dir der Motor um die Ohren fliegt. So, das ist die Erklärung für die Ohnmacht. Auch gleich die Erklärung dafür, weshalb sich diese Ohnmacht in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, also nicht die Ohnmacht, sondern dieses Gefühl, ohnmächtig zu sein in unserer Gesellschaft, gegenwärtig so sehr ausbreitet. Auch der Hinweis, dass das in hohem Maße, wie du das auch richtig gesagt hast, durch die Medien forciert wird. Die können da auch nichts dazu, das ist Teil ihres Geschäfts. Wenn sie den Leuten nicht dauernd mit irgendeiner Schreckensmeldung daherkommen, kauft niemand ihr Produkt. Du erreichst ja mit nichts so viel Aufmerksamkeit wie mit einer Schreckensmeldung. Also ist da auch in unserer Gesellschaft, in der Medienlandschaft diese Tendenz, diese Schreckensmeldungen immer häufiger aufeinander folgen zu lassen und auch immer schrecklicher werden zu lassen. Es wird Zeit, dass wir zur Besinnung kommen, sage ich da immer. Es ist Zeit, dass wir uns gegenseitig helfen, uns wieder als Gestalter dieses Lebens zu erkennen und auch gemeinsam mit anderen uns auf den Weg zu machen. Und jetzt sind wir bei der Würde. Das ist, es geht darum, dass man sich nicht zur Verfügung stellt für die Verführungen oder die angstmachenden Strategien anderer Leute, also diese Manipulationsversuche, wo die uns Angst machen und uns dann gleichzeitig im nächsten Satz sagen, was wir machen müssen, damit wir aus der Angst rauskommen. Das ist Manipulation. Sondern es geht um die Selbstermächtigung. Es geht um dieses Ruhen in sich selbst und um den sicheren Kompass, den man in sich trägt, der einem hilft, sich von solchen Verführungen frei zu machen. Weil man weiß, was man will, ist man nicht mehr verführbar. So, wenn ich jemand bin, der darauf achtet, dass meine Würde nicht dass ich meine eigene Würde nicht verletze und dass ich sozusagen derjenige bin, der bestimmt, was wichtig ist und was unwichtig ist für mich, dann lasse ich mich auch nicht verrückt machen von irgendjemand. Passt das so? Ja. Ich habe dir ja geschrieben und wir werden ja miteinander in Kontakt sein. Dann besprechen wir den Rest dann später. Ja, danke. Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Jetzt kommt die Sophie Krumm zu uns. Hallo. Hallo, Sophia. Jetzt bist du noch gar nicht angepinnt. Jetzt können wir dich alles sehen. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit deiner Frage. Es ist ein bisschen aufregend, vor so vielen Menschen zu sprechen. Nein, die sehen dich doch alle gar nicht. Ich sehe dich und das ist reicht. Meine Frage ist, was aus Ihrer Sicht den Menschen das Gefühl von Lebendigkeit gibt? Ich würde die Frage gerne andersrum drehen und mit dir, ich sag mal du, weil wir sagen ja alle du zueinander und ich heiße Gerald. Und am Anfang deines Lebens warst du so lebendig, wie es gar nicht mehr geht. Das heißt, die Lebendigkeit bringst du ja schon mit auf die Welt. Und die Lebendigkeit kannst du Kindern ansehen an der Art und Weise, wie sie auf spielerische
Weise ständig immer wieder neu herauszufinden versuchen, was alles geht. Also diese Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust, das ist das, was Menschen lebendig macht. Wenn die kaputt ist, wenn die Entdeckerfreude futsch ist und die Gestaltungslust auch, muss man sagen, dann hat diese betreffende Person in sich das Wichtigste abgetötet, neurobiologisch würde man sagen, unterdrückt oder noch genauer, dann hat sich diese Person hemmende Netzwerke im Hirn aufgebaut, die diese Bereiche, aus denen diese Gestaltungslust und diese Entdeckerfreude immer wieder hervorsprühen und wo sie generiert werden, die diese Bereiche weghemmen. Manche haben das bisher nur ein bisschen geschafft, die haben nur noch ein bisschen Entdeckerfreude und auch nur manchmal. Und andere haben das so perfekt geschafft, dass da jegliche Form von Entdeckerfreude und Gestaltungslust dahin ist. Aber die funktionieren. Die machen das, was man ihnen sagt. Die widersprechen nicht. Die haben auch keine eigenen Vorstellungen, was sie da wirklich machen wollen, richten sich nach dem, was die anderen sagen. Und das kann man nicht mehr so sehr lebendig nennen. Also wir können es auch noch ein bisschen größer aufhängen und können sagen, alles, was lebendig ist, will sich entfalten. Das heißt, das ist ein Grundprinzip in der Natur. Das siehst du jetzt draußen im Frühling. Alles, was lebendig ist, entfaltet sich. Das würde es immer machen. Und jedes Gänseblümchen macht das und jede einzelne Zelle, die da irgendwo im Teich umherschwirrt, macht das. Es geht immer um Entfaltung. Entfaltung ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Und wenn sich etwas nicht mehr entfaltet, dann ist es tot. Und jetzt können wir es nochmal konkreter machen. Diese Entfaltung findet ja statt durch Lernen. Also, und Lernen ist ja nicht was in der Schule passiert, sondern Lernen ist das, was uns lebendig hält. Und Lernen ist auch nicht etwas, was nur Menschen können und wo man ein Hirn zu braucht, sondern inzwischen wissen wir, auch Pflanzen können lernen, auch Einzeller können lernen, ganze Ameisenstaaten können lernen. Eine Familie kann als Ganzes etwas lernen, manchmal sogar ein ganzes Unternehmen oder ein Verein. Die Wirte-Kompass-Gruppe, ihr könntet alle miteinander etwas lernen. Das heißt, das Lernen ist überhaupt nicht ans Gehirn gebunden. Das Lernen ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Und jetzt kommt es, und alles, was nichts mehr lernen will oder lernen kann, ist tot. Da ist die Lebendigkeit dahin. Mhm. Also ich könnte auch sagen, an der Entdeckerfreude und der Gestaltungslust, in anderen Worten, an der Freude am Lernen kann ich erkennen, wie lebendig jemand ist. Und jetzt ahnst du, wenn du dich jetzt in deinem Bekanntenkreis umschaust und auch mal so in der Straßenbahn und wo man so überall Menschen trifft, das sind viele, die offenbar ihre Lebendigkeit so gut begraben haben, dass sie kaum noch zu spüren ist. Jetzt taucht noch eine Frage bei mir auf. Nur zu. Ob man das auch wieder erlangen kann, wenn man das so sehr abtrainiert bekommen hat. Ja, weil es war ja mal da. Es ist ja nicht so, dass das im Hirn wegschrumpelt, sondern es wird durch hemmende Verschaltungen überbaut. Es will immer noch, aber oben liegt so eine Art Deckel drauf und dann kommt es nicht mehr raus. Und deshalb kannst du jederzeit in deinem Leben, auch kurz vor dem Tod, kannst du deine Entdeckerfreude, deine Gestaltungslust und deine innere Lebendigkeit wiederfinden. Auch unter Bedingungen, wo der Körper schon sagt, das geht nicht mehr. Die Lebendigkeit hat nichts mit deiner körperlichen Fitness zu tun. Mhm. Es ist schön, wenn man körperlich sich auf seinen Körper, mit seinem Körper verbunden hat und der dann auch noch ziemlich gut funktioniert. Aber es gibt viele Menschen, die sind aus unserer Sicht furchtbar behindert oder krank und da funktioniert der Körper vorne und hinten nicht mehr. Und wenn du denen in die Augen schaust, die sind so lebendig, dass es nur so kracht. Lebendiger als mancher, der im Fitnessstudio da rumrennt und den ganzen Tag seine Muskeln übt. Mhm. Also das geht natürlich, aber es geht nur dann, wenn jemand ja wieder in Berührung kommt. Also du müsstest für diese andere Person eine Erfahrung ermöglichen, die sie da machen kann. Und diese Erfahrung müsste sie wieder in Berührung bringen mit ihrer Lebendigkeit.
Also mit ihrer Entdeckerfreude, ihrer Gestaltungslust, ihrer Körperlichkeit, ihrer Sinnlichkeit, ihrer Erotik, ihrer Freude am Tango tanzen und am Musizieren. Das ist alles Lebendigkeit. Wenn das jemand aber so weit im Hirn weggehemmt hat, dass davon schon seit 10 Jahren nichts mehr rausgekommen ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, das alles wieder zu erwecken. Aber es geht. Also es geht, aber nicht, indem man die Leute ermahnt und sagt, sei mal ein bisschen lebendiger, sondern indem man ihnen eine Erfahrung ermöglicht, wo sie sich in ihrer eigenen Lebendigkeit wiedererleben. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Freund hättest und der ist nun ziemlich unlebendig geworden inzwischen, ich empfehle da immer Tango tanzen. Das wäre sowas, wo man bisweilen wieder lebendig wird. Oder vielleicht hat er was anderes, muss man so reinspüren. Jeder Mensch hat irgendwas, wo die Lebendigkeit sozusagen am schnellsten wieder aufzuschließen ist. Und dann macht er eine andere Erfahrung, stellt fest, wow, ist ja total toll. Diese Lebendigkeit, und das ist dann das, was dabei rauskommt, wird er nicht wieder missen wollen. Also das ist so ein schönes Gefühl, dass der sich nicht wieder auf diesen alten Modus einlässt, in dem man nur noch im Hamsterrad funktioniert hat. Ne? Doch, geht. Probier's aus. Okay. Viel Glück. Dankeschön. Dankeschön, Sophia. Ja, über seine eigenen Begrenzungen kann man auch hinausgehen, gell? Wenn man sie fühlt. Ja, das Problem ist eben, dass wir, um möglichst gut zu funktionieren, so vieles unterdrücken. Also auch wir machen das, also wo wir jetzt so meinen, das passiert uns nicht. Aber wenn ich hier einen halben Tag am Rechner sitze, da ruft mein Körper ständig, hey Kumpel, das ist Mist, was du hier machst. Aber ich will eben jetzt doch noch diese Deadline machen und dann auch noch das Gespräch mit euch. Und dann sage ich ihm halt die Klappe oder ich unterdrücke dieses Gefühl. Und das kann man ja auch mal machen, aber es gibt Menschen, die machen das Tag ein, Tag aus. Und dann hört der Körper irgendwann auf zu rufen. Ja. Und die muss man dann wiedererwecken. Also die kann man nicht wiedererwecken, du kannst ja keinen anderen Menschen sozusagen ändern. Wenn er einmal so ist, ist er so. Aber du kannst ihm eine Erfahrung ermöglichen, die er selber macht, die ihn verändert. So rum geht's. Und dazu musst du ihn aber einladen, da kannst du nicht anordnen oder befehlen oder belehren oder sonst was, sondern da müsstest du ihn einladen, ermutigen, inspirieren, sich nochmal auf diese neue Erfahrung des Tango-Tanzen zum Beispiel einzulassen. Und jetzt kommt die für manche schwer verdauliche Nebenbemerkung, die dazugehört, du kannst nur einen Menschen einladen, den du magst. Das ist so wichtig. Ich sage euch das nochmal allen ganz deutlich. Du kannst du kannst andere Menschen nicht ändern. Du kannst sie nur einladen, ermutigen, inspirieren. Aber einladen, inspirieren und ermutigen kannst du eine andere Person nur dann, wenn du sie magst. Wenn du sie nicht magst, kannst du es vergessen. Das merkt er auch. Dann ist das alles dummes Gewäsch. Und er merkt, dass du hier ihn mit deinen klugen Ratschlägen überziehst oder sowas und ihn als Objekt behandelst. Und das wäre dann für Leute, die sich ihrer Würde bewusst sind, die machen sowas nicht. Es täte meine Würde verletzen, wenn ich einer anderen Person sagen würde, wie sie es zu sein hat, damit sie mir gefällt. Also kann ich nur versuchen, irgendwie so etwas zu finden, ein Setting zu schaffen. Also für meine Frau zum Beispiel kann ich, wenn die mal so ganz schlechte Laune hat, kann ich dann mal den Tisch decken, ein Essen kochen. Und dann merkt sie, sie ist mir wichtig. Und dann kann es sein, dass sie dann aus dieser schlechten Laune rauskommt und diese andere Erfahrung macht, nämlich dass sie einen Mann hat, der nicht nur immer zu kluge Reden hält, sondern der es auch ernst meint und auch sie meint. Dann wäre es schon mal ganz gut. Ja. Und mehr sage ich jetzt nicht über das Privatleben. Hast du schon viel erzählt von dir? Ja, ja. Dann holen wir jetzt einfach die Heike dazu. Ja, Heide. Hallo Heike. Heike, ich grüße dich. Du musst noch deinen Ton anmachen.
Da gibt es so einen Schalter, ja, wo du draufdrücken musst. Stummschalten muss ausgeschaltet werden. Jetzt? Auf Englisch sagen sie das Muten, Entmuten. So ist es. Ich höre dich. Wunderbar, ganz klar. Ja? Wunderbare super. Stimme. Wunderbar, wunderbar. Ah, das ist schön, dass ich meine Frage hier nochmal sehe. Naja. Und zwar ist meine erste Frage, ich gehe davon aus, dass wenn wir uns auf eine Unlebendigkeit einlassen in unserem Leben, dass wir daraus einen Vorteil haben, weil wir so gestrickt sind, dass wir uns vorteilhaft, auch das ist jetzt ein Widerspruch, aber irgendwas müssen wir davon haben, dass wir uns auf diesen Weg begeben. Und das ist die Frage, was haben wir davon, unlebendig zu sein? Eike, das ist wunderbar, diese Frage. Du könntest Hirnforscher werden. Weil genau so muss man fragen, ja, was bringt das? Warum macht das jemand? Ja. Und da kann ich nur sagen, unser Hirn ist ja so plastisch und formbar und was sich da oben sozusagen verankert, was da oben stabilisiert wird an Vernetzungen, das ist immer das, was wir erfolgreich als Lösung benutzen, um ein Problem zu bewältigen. Und das Hirn merkt sich nicht die Probleme, die wir haben, sondern die Lösung. Und jetzt ist die Frage, so wie du sie stellst, wofür ist das eine Lösung, sich halb tot zu machen, sich innerlich so alle Bedürfnisse und alles so weit zu unterdrücken, dass man kaum noch lebendig ist? Und die Antwort heißt, uns ist die Zugehörigkeit zu anderen Menschen wichtiger als das eigene Überleben. Oder sagen wir, als die eigene Lebendigkeit. Das geht in der Kindheit los. Du willst es Mama und Papa recht machen und dann sitzt du schön brav auf deinem Stuhl, obwohl dein ganzer Körper ruft, du willst jetzt raus und spielen und rumtoben. Das geht in der Schule weiter. Du willst die Welt entdecken, du willst dir neues Wissen, du willst Wissen dir aneignen und dann kriegst du gesagt, was du zu tun hast und was du zu lernen hast und was nicht. Und du willst zu einer Gruppe von gleichaltrigen Mädchen dazugehören und die sagen dir dann unmissverständlich, was du zu tun hast, damit du von denen in ihren hehren Kreis aufgenommen werden kannst. Und dann machst du das, weil es ist dir wichtiger, von denen die Anerkennung zu bekommen, als auf dich selber aufzupassen. So, und jetzt merkst du, jetzt habe ich schon über Anerkennung geredet. Die Suche nach Anerkennung ist nur der Ersatz für das, was du eigentlich als Bedürfnis hast, nämlich du möchtest dazugehören. Und wenn das nicht geht, dann möchtest du wenigstens erleben, dass die dich beachten, dass die dich sehen. Und manche brüllen dann rum, manche schreiben den ganzen Tag Sprachnachrichten, andere telefonieren da dauernd rum und andere machen sonst was für Verrenkungen, nur damit sie von anderen gesehen werden. Und dazu gehört eben auch, dass man sich anstrengt, dass man seinen Beruf und seine Tätigkeiten in der äußeren Welt so zu erfüllen versucht, dass man dann die Anerkennung anderer findet. Also das heißt dann auf Deutsch Karriere macht und Geld verdient. Und dafür sind viele Menschen bereit, alles, was in ihnen an Lebendigkeit existiert, nochmal ihre Erotik, ihre Körperlichkeit, ihre Sinnlichkeit, ihre Entdeckerfreude, ihre Lebensfreude, das wird dann alles dahin, das wird alles im Hirn weggehemmt, damit sie gut funktionieren und aber nicht um des Funktionieren Willens, sondern wegen der Anerkennung. Und die ist so wichtig. Und das ist der Grund, weshalb das eine Lösung ist. Es ist eine, das Unterdrücken eigener Bedürfnisse ist eine Lösung, um in eine kranke Gemeinschaft hineinzupassen. Ich habe das jetzt mit der kranken Gemeinschaft ein bisschen übertrieben, aber es ist ja eine Gemeinschaft, in der jeder den anderen zum Objekt macht. Mhm. Und in diesen Objektbeziehungen kann sich niemand entfalten. Und das geht garantiert immer, am Ende läuft das darauf hinaus, dass man dann sich verwickelt und man sich in diesem verwickelten Zustand auch nicht mehr entfalten kann. Aber es kann sein, dass man sogar in diesem verwickelten Zustand sehr erfolgreich ist, wenn die anderen diese Verwicklung so mögen. Also das gibt so Zeiten, wo Menschen in einem bestimmten Kulturkreis ganz fasziniert davon sind und das für sehr toll halten, was
manche Leute da so machen. Obwohl das, was sie machen, völlig verrückt ist. Also, wer braucht Bungee-Springen? Okay. Oder wer braucht all diese vielen Sachen, die nur dazu dienen, Aufmerksamkeit von anderen zu erlangen? Und die du aber nicht mehr machst, wenn du keine Aufmerksamkeit dafür kriegst, dann machen die das nicht. Es ist immer nur der, sie müssen alles Mögliche unterdrücken in sich selbst, um sich das Gefühl zu verschaffen, dazuzugehören, obwohl das dann nur auf der Ebene sozusagen ersatzweise stattfindet, diese Zugehörigkeit, dass sie sich einbilden, sie gehören dazu, weil sie die Beachtung anderer finden. Die Suche nach Bedeutsamkeit, nach Anerkennung, nach Bewunderung verleitet Menschen dazu, sich selbst zu kastrieren. Manche springen ja da sogar irgendwo runter und legen sich um. Also die Verleugnung oder die Unterdrückung körperlicher Bedürfnisse kann so weit gehen, dass man auch nicht mehr leben will, weil man die Anerkennung der anderen, so wie man sie sich wünscht, nicht kriegt. Ja, mein Freund hat mich verlassen und deshalb bin ich hier runtergesprungen. Und da habe ich mich um den Zug gelegt. Das ist, ja, das ist furchtbar. Das heißt doch aber, wenn ich mich auf den Weg mache zu meiner Lebendigkeit, also wenn ich meine Entdeckerfreude entwickle oder was auch immer der Impuls ist, dann aktiviere ich meine Angst, nicht mehr dazuzugehören. Oder, also so, das ist ja auch dann wirklich eine Gratwanderung. Also, weil ich stelle mich dann mit meinen Bedürfnissen vor das Bedürfnis dazuzugehören und das ist aber auch ein Grundbedürfnis. Ja, dann verlierst das heißt, du das, was du an Ersatz gesucht hast für diese mangelnde Verbundenheit und hier gibt es einen Ausweg und der heißt, ich könnte mich auch zunächst erstmal in dieser Situation, in der ich bin, wenn ich keinen anderen habe, der mich so annimmt, wie ich bin, dann könnte ich mich auch erstmal mit mir selbst verbinden. Das geht ja auch. Mhm. Und das ist das, was ich immer meine, wenn ich sage, man könnte auch ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen. Das ist der Weg, wie du dein Bedürfnis nach Verbundenheit wiederfindest, wenngleich diese Verbundenheit zunächst erstmal nur die Verbundenheit ist, die du wiederherstellst mit dir selbst, auch mit deinem Körper und mit deinen Bedürfnissen. Aber in dem Augenblick, wo du das machst, wo du auf diese Weise liebevoller als bisher mit dir selbst umgehst, wirst du auch eine liebevollere Frau. Und dann bist du auch liebevoller zu anderen. Und dann merkst du, dass du plötzlich dazugehörst. Aber nicht, weil du den Angeber spielst, sondern weil du einfach mit deiner liebevollen Art anziehend geworden bist. Ja, das habe ich jetzt echt gut gesagt. Das ist ein schönes Abenteuer für dich. Also im Guten. Da steckt so viel drin, weil da merkst du plötzlich, man muss nicht angeben, damit man von anderen gemocht wird. Man kann auch einfach, weil man so liebevoll mit sich selbst umgeht, so eine Ausstrahlung und so ein Charisma in sich herausbilden, dass andere einen automatisch anlächeln. Und dann kriegst du wieder ganz viel geschenkt. Aber du bist dann natürlich auch jemand, der was verschenkt, wenn du liebevoll mit anderen Menschen umgehst. Und du kannst auch nur liebevoll mit anderen umgehen, wenn du auch liebevoll mit dir selbst umgehst. Das ist wie mit der Würde. Wenn du deine eigene Würde nicht dir bewusst machst und sie zu bewahren versuchst, wirst du auch würdelos mit anderen Menschen umgehen. Du kannst nur nach außen so wirken, wie du auch innen bist. Ich finde das gerade spannend, weil das Angeben vielleicht gar nicht der Punkt ist, aber wenn meine Abspaltung von der Lebendigkeit ist, dass ich das erfülle, dass ich so, ich glaube, so sind auch viele gestrickt, das zu erfüllen, was erwartet wird. Ja, klar. Na, auf Kosten deiner Lebendigkeit. Ja, genau. Ja, genau. Ja, danke. Jeder Mensch singt gerne, aber dann in so einer Truppe von anderen singt man dann eben nicht, weil man Angst hat, zum Objekt von deren Bewertung gemacht zu werden. Aber in Wirklichkeit kannst du auch selbst, entweder wenn du dich anfängst zu mögen, kannst du auch singen in der Badewanne oder irgendwo unter der Dusche. Und du kannst
dann vielleicht auch deine Freundin mitnehmen und ihr geht mal in so einen Chor und sagt, ihr hättet auch mal Lust, ein bisschen mitzusingen. Und dann muss man ja nicht gleich in der ersten Reihe singen, da kann man ja auch weiter hinten erstmal anfangen. Ja, aber vielleicht merkt ihr, wie toll das ist, Teil dieses Chores zu sein und da mitzusingen. Und vielleicht entfaltet sich dann auch eure Stimme. Und vielleicht kommt da ein Gesang raus, den ihr selbst aus euch noch nie herausgeholt habt. Und vielleicht hört das der Chorleiter. Ja, und vielleicht holt er euch dann in die erste Reihe und lässt euch das Solo singen. Und dann hast du keine Angst mehr und hast dich befreit. Das ist, darum geht es. Es geht um eine Befreiung von inneren Einstellungen und Vorstellungen, die man sich im Laufe des Lebens als Lösung, weil es nicht anders ging, in der Zeit damals angeeignet hat und die einen jetzt sozusagen wie ein Klotz am Bein, am Hals hängen. Der goldene Käfig unserer eigenen schönen Vorstellungen. Da müsste man rausflattern können, wie ein Vögelein. Oh, vielleicht sogar mit anderen. Zwar nicht ganz so alleine, aber okay, der erste Weg ist zu mir. Ja, ich glaube, das müssen wir uns auch alle gegenseitig nochmal deutlich machen. Wenn du selbst ein Bedürftiger bist, weil du eine andere Person brauchst, bist du nicht frei. Hm. Du musst schon nicht was von anderen haben wollen, sondern du musst in der Lage sein, anderen was schenken zu können. Ja, und das geht nicht, solange du deren Anerkennung brauchst und deren Zuneigung oder irgendwas. I can't live any longer without you. Da, wenn ich sowas höre, reiße ich aus. Es ist eine Einladung zum Gefängnis, wenn ich mich darauf einlasse. Weil ich möchte, dass meine Frau ohne mich leben kann. Ich finde es schön, wenn wir das zusammen machen. Aber wenn die sagt, sie könne ohne mich nicht leben, dann ist sie von mir abhängig und bürdet mir etwas auf, was ich niemals erfüllen kann. Da ist das Unglück schon vorprogrammiert. Und das, trotzdem wird das ständig gesungen. Ne? Und die ganzen Liebesromane handeln von nichts anderem als von solchem Schwachsinn. Heike, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Für dich auch und für alle, die hier mit dabei sind. Ja, danke. Ja, danke schön, Heike, für deine Frage. Gut, jetzt haben wir den AG. Ich habe keinen ganzen Namen, nur zwei Buchstaben und bin schon gespannt, wer kommt. Mann oder Frau oder der. Ja, ich bitte noch die Kamera einzuschalten, sonst kann ich es nicht einschalten. Vielen Dank. Ich genau. habe es nicht damit gerechnet, dran zu kommen. Ich sitze nämlich mit Kehlkopfverziehendem Übel um den Hals. Aber ich fühle mich trotzdem sehr lebendig und wollte daher fragen, wo im Gehirn ist die Lebendigkeit und kann man die auch messen? Ich hoffe, dass ich könnte sie messen, wenn ich eine Person in den funktionellen Kernspinapparaten lege, also Magnetresonanz. Da kann ich ja sichtbar machen, welche Bereiche im Hirn aktiv sind. Und wenn ich dieser Person eine Aufgabe gebe, mit der sie so fokussiert sich beschäftigt, dann ist relativ wenig im Hirn aktiv. Wenn ich ihr aber sage, sie darf jetzt mal träumen und ihre Gedanken schweifen lassen und sich alles Mögliche vorstellen, dann ist im Hirn auch alles Mögliche plötzlich aktiviert. Das heißt, dieser Zustand der Lebendigkeit zeichnet sich durch eine Art spielerische Leichtigkeit aus, die dazu führt, dass man nicht an einer Stelle die ganze Kraft reinwirft, sondern dass diese Kraft sich auf alles verteilt. Und das ist auch die Voraussetzung, hirntechnisch ist das die Voraussetzung für Kreativität. Du kannst niemals kreativ sein, wenn du mit Macht die Lösung suchst. Sondern die Lösung fällt dir ein, ja, unter der Dusche oder beim Spazierengehen oder morgens nach dem Aufwachen, also auf keinen Fall am Schreibtisch. Und das sind diese Momente, in denen du deine eigene Lebendigkeit spürst, weil du nicht hinter irgendetwas herrast, sondern tatsächlich sich das in dir selbst ereignen kann, was dort angelegt ist. Das ist Entfaltung.
Und Entfaltung geht nicht unter Druck. Fertig. Geht das? Reicht das? Danke. Dankeschön für deine Frage. Dann kommen wir noch zu Pat oder Pat oder. Bin ich zu hören? Ja. Es ist wieder dasselbe Thema. Vielen Dank für die Kamera. Ist gut, ich hab's. Danke. Okay. Meine Frage war, jetzt haben wir Rückkopplung. Muss ich Mikro ausschalten? Nee, geht gar nicht. Mein Ego, meine ich, wäre manchmal so lebendig, dass ich dann nicht unterscheiden kann, ist das mein Selbst, das lebendig wird, oder ist das mein Ego, was Purzelbäume schlägt und aktiv werden will? Und wie unterscheide ich das? Oder wie kann ich das separieren? Das ist schwer. Dein Ego will immer etwas erreichen. Also wir machen das nochmal ein bisschen für alle auf. Und das heißt, wir alle haben so etwas wie ein authentisches Selbst. Das ist uns aber nicht bewusst, aber das ist das, was wir spüren, wenn wir uns selber mal richtig spüren. Und dieses Ding bringen wir schon mit auf die Welt, dieses authentische Selbst. Und dann lernen wir in der Welt draußen, auch unter anderem, wie wir uns zu verhalten haben, damit wir uns zurechtfinden, damit wir von anderen gemocht werden, damit wir unseren Platz in dieser Gesellschaft finden. Und da finden wir gewisse Lösungen, wie wir das machen. Die sind immer unterschiedlich. Und das, was daraus wird, ist das sogenannte Ich-Konstrukt. Das besteht sozusagen immer noch aus gewissen Anteilen dieses authentischen Selbst, aber ist mehr oder weniger stark dann überbaut von diesen Vorstellungen, die du hast, worauf es im Leben ankommt. Mhm. Und wenn du solche Vorstellungen hast, worauf es im Leben ankommt, zum Beispiel als Investmentbanker, dann wirst du mit großer Begeisterung deine Zahlenkolonnen da durchlesen. Und du, wenn dich da einer fragen würde, fühlst du dich lebendig? Der fühlt sich natürlich lebendig, weil er genau das macht, was sein Ich-Konstrukt sozusagen aus ihm gemacht hat. Ein Investmentbanker. Und deshalb kann man die Frage dann so auflösen, dass man sagt, immer dann, wenn ein Mensch mit dem, was er tut, eine bestimmte Absicht verfolgt, zielorientiert unterwegs ist, verliert er seine spielerische Leichtigkeit. Und die spielerische Leichtigkeit ist eigentlich das, was ihn lebendig macht. Nicht das Erreichen von Zielen, die er sich gesetzt hat. Ziele, die du dir gesetzt hast, sind Ergebnisse oder sind Ausflüsse aus deinem Ich-Konstrukt. Ich möchte eine erfolgreiche Frau werden. Ich möchte Tänzerin werden oder was auch immer. Mhm. Und das verwirklichst du dann und dabei bist du sehr zielorientiert unterwegs und das verhindert diese spielerische Leichtigkeit, mit der wir ausprobieren, was im Leben alles geht. Und dieses spielerische Ausprobieren, was im Leben alles geht, ist das, was wir bei den Kindern bewundern als Lebendigkeit. Mhm. Und das verliert man dann im Laufe des Lebens, je mehr man sich die Vorstellung ins Hirn baut, dass es nun auf dieses oder jenes so ganz besonders ankäme und man das dann so lange verfolgt, bis man es nicht mehr loslassen kann. Es wird dann Teil der eigenen Identität, das ist dann dieses Ich-Konstrukt. Und wenn du dann jemand sagst, aber du bist aber sehr verbohrt, dann wird er das von sich weisen und wird dich für verrückt erklären, weil er ist eben ja doch mit diesem, was er da tut, wird er dir erzählen, unglaublich erfolgreich. Und das macht ihm auch irrsinnig viel Freude. Mhm. Aber das ist keine Freude, das ist Genugtuung. Das muss man auseinanderhalten. Freude ist diese spielerische Leichtigkeit. Genugtuung ist der Erfolg, den du erreichst, wenn du dich angestrengt hast. Ja, das ist ein großer Unterschied, ja, richtig. Ja. Mhm. Ja. Also die Ziele erstmal weglassen oder nicht so stark? Na, ich sag immer, dass Ziele sind insofern ja blöd, auch aus anderen Gründen, weil man die ja unter Umständen erreicht. Und wenn du jetzt das ganze Leben lang einem Ziel hinterhergerannt bist,
und dich dafür verbogen hast und du dann das Ziel erreicht hast, weißt du gar nicht mehr, wofür du da bist. Dafür gibt es viele, die das erlebt haben in ihrem Leben. Die sind bis dorthin gestiegen, wo sie hin wollten oder hatten so viel Geld, wie sie sich immer gewünscht hatten und dann wissen sie nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen. Häufig sieht man das bei Ehepaaren, die bauen zusammen ein Haus und dann wird da 3-4 Jahre dieses Haus geplant und die Fliesen fürs Bad ausgesucht und die Einrichtung und dann nach 3 Jahren ziehen sie dann in das neu gebaute Haus und gucken sich an und auf einmal haben sie nichts mehr, was sie zusammen verbindet, weil das, was sie bisher verbunden hatte, war nur das Haus. So, und deshalb ist es immer besser, man orientiert sich für diesen Lebensweg alleine und auch mit anderen nicht an einem Ziel, sondern an etwas, was man verfolgt, was man aber nicht erreichen kann. Und das nenne ich immer gerne ein Anliegen. Ein Anliegen ist etwas, wo ich hin will, aber ich weiß, das werde ich nie. Also ich kann so das Anliegen haben, ich möchte mehr ein würdevoller Mensch sein. Da kann ich mich jeden Tag anstrengen, aber ich so hundertprozentig wird das nie. Ich möchte ein liebevoller Mann sein, kann ich mich jeden Tag dafür anstrengen, aber ganz dort ankommen, dass ich sagen kann, jetzt bin ich es, würde ich das, das würde man auch selbst nie sagen. Das heißt, das ist das, was die Asiaten sagen, du machst den Weg zum Ziel. Du hast nicht ein fertiges Ziel, sondern du gehst in eine bestimmte Richtung und freust dich über jeden Schritt, den du in diese Richtung machen kannst. Und dann merkst du, dass das auch dem Leben eine Richtung gibt, aber nicht auf ein bestimmtes Endziel hinausläuft, sondern auf einen Prozess, den du gestaltest, sodass du dem, was du dir vorstellst und was du dir für dein Leben wünschst, immer näher kommst, aber das niemals endgültig erreichst. Das ist immer schwieriger. Naja, ich glaube, dass wir das alle im Untergrund machen, aber vorübergehend darauf hereinfallen, eben zu meinen, es käme im Leben darauf an, ein berühmter Hirnforscher zu werden oder eine Goldmedaille im Eiskunstlaufen zu gewinnen oder von anderen Leuten für seine Gesangskünste bewundert zu werden oder viel Geld zu verdienen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die man da verfolgen kann als Ziel. Und dann ist das, dann hat das keine spielerische Leichtigkeit mehr. Mit dieses, ich möchte meine Würde bewahren, ist etwas, was mir die spielerische Leichtigkeit nicht raubt, sondern die ist vielleicht sogar da ganz besonders angebracht, weil ich dann merke, ich muss mich dafür nicht anstrengen, ich muss es einfach nur versuchen. Und wenn ich Fehler mache, kann ich das auch dann korrigieren. Es wird ja nicht immer alles gleich gelingen. Aber wenn du jetzt ein Investmentbanker bist und einmal aufs falsche Pferd gesetzt hast, bist du dein ganzes Geld los. Das heißt, da kannst du nichts ausprobieren. Da ist mit spielerischer Leichtigkeit nichts mehr los. Da bist du ein Gefangener deiner Zielvorstellung. Ja, mit der Würde, das gibt schon ein ganz anderes Gefühl, das stimmt. Ja. Sehr schön. Danke dir. Danke dir. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu Wilhelm Pötsch. Nee, Töpsch. Schön. Ja, richtig, vollkommen richtig ausgesprochen. Die Schreibweise steht auch genauso in der Geburtsurkunde. Sehr gut, jetzt warten wir noch kurz auf Ma. Jetzt bist du da. Jetzt haben wir auch noch ein Bild von dir, Wilhelm. Genau. Ja, das ist ja schön. Das ist übrigens ein sehr impressionistisches Bild, was du uns hier zeigst. Ja. Also mit ich aber eher ein starker Mann vor einem verschwommenen Hintergrund. Was? Das passt zu meiner Frage. Habe ich noch gar nicht gehört, die Frage, aber ich habe es schon geahnt. Und zwar, meine Frage ist, wie erkenne ich in einer Krise den Sinn wieder, um was es wirklich geht? Also können Lebenskrisen sein, auch nochmal auf dem Arbeitsplatz oder in der Beziehung? Es geht immer nur um Erkenntnis. Danke, wunderbar. Da sind wir schon durch. Es geht immer nur darum, dass du diese Krise willkommen heißt, so übel das auch manchmal ist und so blöd sich das anfühlt und so schnell man da wieder raus will. Nein, es wäre besser, du könntest Danke sagen. Danke, Krise, dass du gekommen bist. Hier habe ich die Möglichkeit, zu lernen, wie ich auch so eine schwierige Situation überstehe.
Ja, und häufig gerät man im persönlichen Leben in Krisen, weil man zwei Dinge gleichzeitig will, die nicht gehen gleichzeitig. Das sind aus meiner Sicht die häufigsten Lebenskrisen. Also ich will also ein liebevoller Vater sein, aber ich will auch ein Professor für Neurobiologie werden. Ja, und ich weiß, wenn ich Professor für Neurobiologie werden möchte, dann muss ich mich hinsetzen und arbeiten. Das geht nicht von allein. Dann muss ich auch abends mal bis um 9, um 10 im Labor bleiben. Dann muss ich diese ganzen Voraussetzungen schaffen in meiner Vita, wie das heute so heißt, die da gebraucht werden, damit ich dann am Ende so eine Berufung kriege. Und da passt das mit den Kindern nicht rein. Also die sind dann eher im Wege. Und dann versuche ich, beides unter einen Hut zu kriegen, ne, indem ich mal das eine ein bisschen stärker betone, mal das andere. Und so löst du aber kein Dilemma. Ein Dilemma ist eben gerade diese wunderbare Krise, in die man gerät, weil es keine Lösung ist, entweder das eine oder das andere zu machen. Und deshalb sind diese Krisen, die dadurch entstehen, dass man sich sozusagen, dass man zwei Dinge gleichzeitig will, so eine große Chance, nämlich du kannst dieses Dilemma nur lösen, indem du auf eine andere Ebene gehst und es von dort aus anders betrachtest. Ja, ich in meinem Falle würde dann auf die Ebene gehen können und würde mich fragen, mein lieber Freund, was ist denn jetzt hier in deinem Leben dir wirklich wichtig? Geht es um den Professor und die Anerkennung oder geht es um die Begleitung deiner Kinder und um die glückliche Familie, die du dir auch mal gewünscht hast? Und von der Perspektive sieht dann die Entscheidung schon viel einfacher aus. Ich unterschreibe das voll und ganz. Also ich bin stolzer Vater von ganz tollen Kindern, die Bandbreite, es gibt immer wieder so neue Ziele und auch neue Fixierungen, die einen dann davon wieder, wenn ich den Weg eingewagt habe, zu meinen Kindern zu gehen und sagen, ich bleibe jetzt hier und bin bei euch da, dann ist das eine Entscheidung, die auch manchmal von den Kindern mit etwas fragenden Augen halt, angenommen wird. Aber was heißt das jetzt? Kann ich jetzt nicht mal am Idee sitzen oder wie? oder eben halt das tun, was mir eben halt Spaß macht. Ich muss jetzt immer halt das tun, was mein Vater will oder was meine Mutter will. Ich stelle mir immer die Frage, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Das überhaupt sich zukommen lassen, sich ein bisschen treiben zu lassen. Wie Hermann Hesse die Data, hör auf zu suchen, lerne zu finden. Das wäre ja. Ich habe jetzt eine Rückkopplung, nicht von mir. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es, wenn es dein. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe jemanden stumm geschalten und dann wird es wieder besser. Okay. Dankeschön. Lerne zu finden. Mit diesem Finden lernen habe ich sehr schöne Erfahrungen gemacht. Die Erkenntnissuche, die ist ja süchtig. Also das ist dann ja auch schon fast wie, also man pendelt so ein bisschen zwischen dem bescheidenen Wollen und dem Zufriedensein, dass man immer halt, habe jetzt Erkenntnis und wohne darin und gehe darin ein und gehe damit um. Oder ich will mehr davon. Wie viel mehr darf ich da wirklich von wollen? Da Erkenntnis ja keine Richtung hat, könntest du dich ja auch entschließen, dass die größte Erkenntnis in deinem Leben im gegenwärtigen Zustand mit deinen Kindern, in dem Alter, in dem sie jetzt gerade sind, dass du dann die größte Erkenntnis aus der Beobachtung und der Begleitung deiner Kinder schöpfen könntest. Merkst du das, was ich da meine? Das ja, hängt davon ab, wo du glaubst, wo die Erkenntnis wichtig ist. Und wenn du natürlich der Meinung bist, dass deine Erkenntnis, dass du nur dann richtig ein glücklicher Mensch wirst, wenn du dann also dir auch, wenn du alle Bücher dieser Welt gelesen hast, dann kann ich dir nur sagen,
mach los, aber du wirst feststellen, du verlierst dabei deine Kinder. Ja, den Kontext kriege ich gerade sehr gut, ja. Ja, es ist dieses Zurücktreten. Also man ist immer irgendwie verwickelt und hat irgendwas im Kopf, was man glaubt, was ganz wichtig ist. Und es fällt einem so schwer, zurückzutreten und sich das von oben aus so einer Metaperspektive anzugucken und sich dann auch selber zu sehen und zuzugeben, dass man sich verrannt hat. Also dass das auch wichtig ist. Also ich wollte immer Akkordeon spielen lernen. Das fand ich, war mir natürlich wichtig und ich wollte es auch unbedingt lernen, aber ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, hey, ich schaffe das jetzt nicht. Es macht mich unglücklich, weil ich nicht genug Zeit habe, das so zu üben, dass es wirklich gut wird. Jeder Mensch hat seine Klarinette. Ja, dann kennst du das. Ja, dann kennst du das, weil es ist dann auch häufig so, dass man die Dinge, die man tut, richtig tun muss und dann würde ich sagen, dann muss man sich fragen, ob die wichtig genug sind, dass man das so in den Mittelpunkt seines Lebens stellt. Und wenn du Kinder hast, ist das schon ein Dilemma, was gelöst werden muss. Und ich glaube, man kann das nur lösen, indem man sich entscheidet, ein liebevoller Vater zu sein. Fertig. Und dann ist die Richtung vorgegeben, in die du dich dann weiter bemühen kannst. Das ist nicht das, was du so gerne hörst, oder? Ich freue mich, weil es den Titel Beruf Vater in den Vordergrund stellt. Als Beruf Vater. Ja, die Kinder brauchen dich. Das sehe ich an so vielen Kindern, die groß werden und keine Vaterfigur haben. Das muss auch, ich habe immer gedacht, das muss auch sozusagen. Das ist eine Frage der Zeit, die man mit den Kindern als Vater verbringt. Nee, das ist eine Frage der Intensität, mit der du für das Kind da bist. Ja. Deshalb, ja, das geht auch. Du kannst den Kindern sagen, jetzt geht es nicht, aber nachher, wenn ich das hier fertig gemacht habe, bin ich für euch da. Mein 12-jähriger Sohn hat das so formuliert, wo wir etwas sparsam an Worten gemeinsam eine Aufgabe erledigt hatten, sagte er, Papa, das war klasse, ein tolles Gespräch. Wir haben was gemacht, ohne viel Worte zu hören. Und wir verstehen. Das war schon ein schönes. Ja, und das geht aber nur, wenn man sich auch wirklich auf den anderen einlässt und nicht gleichzeitig noch was anderes im Kopf hat, was man auch noch machen will. Ja. Danke. Okay. Alles Gute. So. Gut, dann kommen wir zu Julian Hummel. Ja, guten Abend aus Göttingen. Nein, hier aus der Nachbarschaft. Ja. Ich Julian. Meine Frage geht dahin, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der zunehmenden Bevölkerung in der Stadt und diesem Verlust an Lebendigkeit und der Ohnmacht oder der zunehmenden Ohnmacht, wo wir schon gesprochen haben, weil ja in den letzten Jahrzehnten im Prinzip die Stadtbevölkerung weltweit stark zunimmt, während die Landbevölkerung abnimmt. Und auch, ich denke dabei auch teilweise an Konrad Lorenz, der solche Dinge schon vor knapp über 40 Jahren geschrieben hat, dass möglicherweise das Leben von Menschen in Populationen von Tausenden und Millionen von Menschen einfach evolutiv gar nicht so vorgesehen ist und dass es da im Prinzip eine Reizüberflutung auch gibt für die Menschen, dass es eine große Anonymität einfach gibt, paradoxerweise in den Städten, obwohl ja so viele Menschen auf engem Raum wohnen und im Gegensatz auch, dass auf dem Land oder in dem ländlichen Lebensstil, der noch, der jetzt an Popularität mehr oder weniger abnimmt, dass es ja da eigentlich viel einfacher war oder ist, die Menschen an einen Tisch zu setzen und dann auch Projekte gemeinsam durchzubringen und diese Verbundenheit einfach viel stärker ist. Und ob du da vielleicht auch so einen Zusammenhang siehst oder was da deine Meinung dazu ist, würde mich auch mal interessieren. Ja, wir hatten das vorhin schon im Zusammenhang mit dieser Angst besprochen und der Ohnmacht, die man hat. Und man kann das dann auch bis dorthin führen, inwieweit Menschen in der Lage sind, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Das ist im Grunde genommen alles
das Gleiche. Und da kommt jetzt wieder mein dreibeiniger Hocker und ich frage dich dann, oder wir können uns alle fragen, diese Begegnung von Menschen, dass die Freunde werden und sich wirklich aufeinander verlassen können, ist häufiger, glaube ich, dort möglich, wo die Menschen noch genügend Zeit haben und auch Gelegenheiten haben, um einander zu begegnen. Das glaube ich, das sehen wir ja in diesem, es gibt Hochhäuser, da kennen sich die Leute gar nicht. Da stirbt in der Nachbarwohnung jemand und das haben die anderen gar nicht gemerkt. Also die Stadt ist ein Ort der Anonymität. Und es gibt auch viele Leute, die deshalb, weil sie diese Gemeinschaft nicht mögen, die häusliche, weil die ihnen zu eng war, gehen die in die Stadt und haben die Hoffnung, dass sie dort, als sie vorher in so klebrigen Verbundenheiten gefangen waren, haben sie die Hoffnung, dass sie ihr zweites Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmtheit dann in der Stadt verwirklichen können, mit dem Ergebnis, dass sie das zwar machen können, dafür fehlt ihnen aber die Verbundenheit. Und deshalb ist sozusagen bei den Menschen, die in der Stadt sind, die Tendenz stärker, dass die noch isolierter sind als die auf dem Dorf. Jeder, der in der Stadt ist, wird dem widersprechen und wird sagen, die sind ja auf dem Dorf auch nicht verbunden, sondern die hacken sich ja da ständig gegenseitig die Augen aus. Muss man sich genauer angucken. Sie sind sozusagen existenziell miteinander verbunden, weil sie alle in demselben Dorf wohnen und auch merken, was passiert, wenn Leute in dem Dorf Dinge machen, die für das Gemeinwesen ungünstig sind. Das merkst du in der Stadt gar nicht so sehr. Also die soziale Verbundenheit ist dann sicherlich in der Tendenz abnehmend, je mehr diese Verstädterung eintritt. Der Erwerb von Kompetenzen, von Lebenskompetenzen, um sich in schwierigen Situationen auch selber helfen zu können, ist in der Stadt definitiv geringer, weil da wird alles gemacht und da kriegen sie alles. Da müssen die Radieschen nicht selber anbauen und lernen, wie das geht, sondern dann werden die gekauft und der Strom kommt aus der Steckdose und was nicht alles. Und Zeit für Spiritualität hat man in der Stadt eigentlich auch nicht. Da würde ich sagen, da kommt dann die Reizüberflutung. Bevor ich mal überhaupt zur Besinnung komme, ist schon der nächste Stimulus da, der mich wegholt. Das ist nun nicht unbedingt alles auf dem Dorf oder in kleineren Städten wirklich besser. Jetzt mit der Digitalisierung ist es auch so, dass man, wenn man erstmal diesem Gerät hier hinreichend verfallen ist, ist man auch in so einer ständigen Situation, wo man sich nicht mehr besinnen kann. Da kannst du kaum noch mal in Ruhe eine Meditation machen oder dich mal von allem so frei machen, damit da mal ein bisschen ein Gefühl von Verbundenheit mit der Natur oder mit der Welt oder so in dir erlebbar gemacht werden kann. Und deshalb glaube ich, dass du recht hast. In der Tendenz lässt sich das so auch begründen. Und ich würde aber dem Lorenz nicht recht geben. Weil ich in den Städten, ich weiß, dass es möglich ist, innerhalb einer Stadt, zum Teil innerhalb einer Hausgemeinschaft oder einem Stadtteil, eine Art von Verbundenheit herzustellen und auch diese Kompetenzen und auch diese, nennen wir es mal, diese spirituelle Dimension wieder zu entfalten, obwohl das in der Stadt ist. Also auch die Stadt ermöglicht das, aber die Chance, dass es passiert, ist möglicherweise deutlich geringer. Aber es hängt letztlich von den Menschen ab, die dort wohnen. Und da muss man dann gucken, was die in der Stadt suchen. Und wenn man dann so auf die Idee kommt, die wir eben mal so kurz angesprochen haben, dass die in der Stadt die Anonymität suchen, die sie in diesen Klammeraffen und klebrigen Beziehungen auf dem Land nicht so entwickeln konnten, dann ist das verständlich, dass solche Menschen dann auch in der Stadt sich auf solche Experimente einer Lebensgemeinschaft oder einer Hausgemeinschaft oder eines Stadtviertels nicht einlassen. Aber die anderen schon. Also, und deshalb geht es auch. Ich habe in Städten Dinge erlebt, die hält man ja gar nicht für möglich. Eine ganze Straße hat sich die Tische unten auf die Straße gebaut, jeder hat was gekocht und alle haben sich da unten getroffen und haben das miteinander gefeiert, dass sie in dieser Straße wohnen. Großartig. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es geht. Prinzipiell geht es und es hat weniger was mit Stadt und Land zu tun, sondern ja, mit den Leuten, die da wohnen.
und deren Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, ja. Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin nur, oder sagen wir mal so, ich habe in den letzten Jahren den Vergleich so zwischen Land- und Stadtleben zum ersten Mal quasi in meinem Leben gemacht, indem ich zum Studieren nach Göttingen gekommen bin. Und dann ist das natürlich schon aufgefallen oder fällt das auf, dass halt in der Stadt die Menschen im Stress sind, die Menschen ja weniger teilweise innerhalb eines Hauses eben jahrelang miteinander wohnen eigentlich, aber sich nicht kennen, was am Land oder ja undenkbar wäre, dass man den Nachbarn nicht grüßt oder so. Und ja, natürlich hat man dann sicherlich auch in der Stadt, je nachdem, welche Interessen man hat, dann hat man seine Studentengruppen hier in Göttingen zum Beispiel. Und dann sind das sicherlich die Menschen, mit denen man dann solche Verbundenheit erlangt. Aber ich glaube schon, dass die, oder vielleicht das Risiko oder das Potenzial, dass man dahin verfällt, dass diese Verbundenheit nicht so schnell ausgeprägt wird, dass die vielleicht in der Stadt einfach, ja, dass das schneller passiert. Ja, vielleicht ist das auch hilfreich, wenn wir uns daran erinnern, es gibt eine Art von Verbundenheitsgefühl, das daraus erwächst, dass man sich in der gleichen Notlage mit anderen befindet. Also Flutkatastrophe oder irgendwas anderes. Und dann halten die Leute zusammen und haben ein unglaubliches Verbundenheitsgefühl. Das ist nicht echt, weil wenn die Not vorbei ist, rennen sie alle wieder auseinander und dann haben wir wieder den Zustand wie vorher und deshalb müssten wir eigentlich etwas erreichen, nämlich so eine Art inneres Band, was die Menschen verbindet, unabhängig von den äußeren Zwängen, die sie zu einer Gemeinschaft zusammenschweißen. In der Corona-Zeit sind viele Leute zusammengerückt, aber wegen der Not. Und dann ist Corona vorbei und dann ist wieder vorbei mit der Solidarität oder mit dem Zusammenrücken. Und so hat man das dann in vielen Situationen und das ist sehr kontraproduktiv, weil das im Grunde genommen das Gegenteil von Gemeinschaft ist. Das sind Zwangs-, Angst-, Besitzstandwahrungsgemeinschaften, die sich da zusammenfinden und die sind nur an einem Zweck interessiert, nämlich die Überwindung der Not, die Überwindung der Angst oder die Wahrung ihrer Besitzstände, aber die sind nicht an den Menschen interessiert, die sich in so einer Gemeinschaft wirklich zusammenfinden und deshalb klappt es auch in der Stadt manchmal in einem Haus, weil die Leute wirklich interessiert an den anderen sind und meistens klappt es nicht. Das stimmt schon. Dankeschön. Alles gut. Ich freue mich, dass du in Göttingen studierst und wünsche dir da ganz viel Spaß. Es ist schon eine schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Eine sehr naturwissenschaftliche Stadt. Ja, das hängt mit den Instituten zusammen.